Wir sind zurück bei Manfred von Karstein. Noch eine Folge, dann sind wir beim richtig großen Jubiläum. Wir sind gerade in Folge 99, eine Schnapszahl. Unfassbar, wie weit wir hier gekommen sind. Unfassbar, was Manfred von Karstein hier erreicht hat. Und unfassbar, was die Kalida sich hier gedacht hat, dass sie mit König Karus im Gewaltmarsch so nah an Nawonti rangeht. Katuni von Senkehof kann ihn jetzt auf jeden Fall abfangen. Im Gewaltmarsch kann er nicht fliehen. Und die Garnison von Nawonti wird mitkommen in den Kampf. Das ist ganz eindeutig hier. Wir könnten auch die Hochkönigin Kalida angreifen. Die könnte aber fliehen. Könnten wir sie weiter verfolgen? Das weiß niemand so richtig. Das brauchen wir nicht eingehen, dieses Risiko. Gerade weil König Karus, wenn wir den hier in Ruhe lassen, könnte der zu den Statuen der Götter gehen. Da haben wir nur eine Elfergarnison drin. Das können wir dann nicht verteidigen. Das wäre blöd. Das heißt, Katuni, greif mal bitte König Karus an. Und dann räumen wir hier mal so ein bisschen auf, damit die Jubiläumsfolge dann so richtig schön sein wird. Katuni, einmal abschlachten bitte. Genauso wünsche ich mir das und genauso stelle ich mir das vor. Wir nehmen die Armee Verstärkung, weil Katuni jetzt noch weiter kämpfen werden wird, denn wir haben hier natürlich auch noch die Hochkönigin Kalida und die wollen wir auch noch rausholen. Die hat hier nicht so super starke Einheiten, klar, Gruftwache mit Hellebarden sind ein bisschen gefährlich, wir haben eine Orgelkanone, die gefährlich sein könnte, aber nicht mit unseren Einheiten, denn da können wir ja einmal mit einer fliegenden Einheit gut drumherum gehen. Gefährlich ist die Kalida und die beiden Heldeneinheiten. Das sollte aber nicht das größte Problem sein, sodass wir hier definitiv im Gewaltmarsch hinterherrennen können, sodass wir sehr, sehr nah an der Kalida dranbleiben und sie hier auch erstmal nicht weiter kann. Und wenn sie hier meint, irgendwo angreifen zu müssen, dann ist Katuni jederzeit da. Wir können Katuni auch noch weiter upgraden. Da könnten wir einerseits sagen, wir wollen irgendwann auf den Blitzschlag gehen, das wäre eine Möglichkeit. Wir könnten aber auch sagen, lass uns nochmal ein paar weitere Zauber holen, denn hier hinten hätten wir auch den Seelenwind, den wir alle sehr, sehr gerne mögen. Das bedeutet für uns, wir gehen auf Ausweichen, damit wir dann ab dem nächsten Level auf den Seelenwind gehen können. Ich glaube, das wird ziemlich cool werden. Und dann sind auch alle Einheiten bewegt. Wir haben hier Manfred von Karstein, der Sladlan eingenommen hat. Wir haben hier unten Dan Wallace von Karstein, der hier eine schöne Konklave gebaut hat in der südlichen Chaoswüste. Der verlorene Palast. Hier bauen wir auch ordentlich aus. Und das sollten wir auch tun. Und aus diesem Grund würde ich hier auch gerne noch das Schlachtfeld der Erweckten bauen, damit wir eine schöne Garnison hier reinbekommen. Denn dieser Palast wird früher oder später ganz sicher angegriffen, denn Oxyotl und wir sind zwar jetzt gerade im Waffenstillstand, aber es ist wirklich auch nur ein vorübergehender Waffenstillstand, der wird nicht Ewigkeiten hier so andauern. Und wenn wir mal schauen, mit wem wir noch so im Krieg sind, dann haben wir natürlich neben den Zwergen, die hier im Norden noch ihr Unwesen treiben, tatsächlich nur noch Tiernawin als Feind. Okay, Grombrindle hätten wir auch noch, aber der ist ja sonst wo hier oben, müsste er irgendwo sein, bei Nagarond. Das heißt, der sollte uns nicht groß Schwierigkeiten bereiten. Die Kalida und Tlaqua ist auch noch hier aufgelistet. Beide sind aber jetzt eigentlich nur noch ein Schatten ihrer selbst, werden hier bald komplett zerstört sein. Tiernawin ist der Einzige, der jetzt noch ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Aber wir wissen noch nicht, wie wir hier in Frieden, ja, aushandeln können. Wir müssen halt weiterhin unseren Westen verteidigen, das ist ein Problem. Denn hier könnte Tiernawin jederzeit anlanden. Blöd, aber ist leider so. Wir hatten ja auch schon ein paar Pläne geschmiedet letztes Mal. Die werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber was wir jetzt auch nochmal machen werden, ist, dass wir jetzt hier nochmal ein paar Sachen ausbauen werden. Denn wir haben hier zum Beispiel in Sladlan auch einige Möglichkeiten. Wir könnten hier zum Beispiel den unheimlichen Wald abreißen, den brauchen wir hier nicht. Und könnten beispielsweise einen Edelsteinminenschacht reinbauen. Wie cool ist das denn bitte? Und auch ein einkommensbringendes Gebäude und eine Garnison wäre hier wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt angelegt. Das heißt, wir machen das auch. Auch hier drüben haben wir noch einige Dinge, die wir ausbauen können. Zum Beispiel bei den Sonnenbaumlichtungen könnten wir ein Schafott bauen. Das finde ich auch ganz schön.
Ich hatte hier eben auch noch gesehen auf der Karte, dass hier Tic-Tac-Toe unterwegs ist. Wo bist du, mein Lieber? Da hinten wirst du angezeigt. Bei den Statuen der Götter. Ist das richtig oder ist das falsch? Es ist falsch. Es ist eine falsche Anzeige. Das heißt, hier ist keine Armee. Genau. Dann ist Tlagua tatsächlich nur noch dieser kleine... Ja, Slan-Magier-Priester, der jetzt so langsam eingehen wird. Die werden sterben. Die Kalida wird hier noch verfolgt. Das wird kein Problem sein. Das heißt, wir können hier auch alles ordentlich ausbauen, ohne Angst zu haben, dass irgendwo Tic-Tac-Toe um die Ecke kommt. Der ist ja erstmal vernichtet worden von uns. Das bedeutet, wir bauen Nahuwanti einmal aus, bauen eine Stufe 3 Siedlung rein. Die Kalida kann da auch nicht dazwischen funken, das ist gut. Und können Quaxotl upgraden oder wir sagen, die Sonnenbaumlichtungen werden mal abgegradet. Ja, die sind relativ zentral, das bräuchten wir tatsächlich noch nicht. Dann machen wir es lieber mit Quaxotl, auch nicht so richtig notwendig. Also das lassen wir erstmal, wir wollen hier wirklich nur... Dinge ausbauen, die wirklich sinnvoll sind. Und da ist jetzt natürlich hier der Westen interessant, weil wir hier wahrscheinlich sehr, sehr viele Probleme haben werden mit Tianoin. Das heißt, Monolithen der Totenköpfe muss unbedingt eine Garnison rein. Das hier ist ein Ort, der sehr, sehr stark malträtiert werden könnte von Tianoin höchst selbst. Wir schauen noch einmal kurz durch, ob wir überall unsere einkommensbringenden Gebäude haben. Hier noch nicht in Bagar. Da können wir noch eine Stufe hochgehen, sowohl beim Schafott als auch bei der Edelsteingrube. Das heißt, wir bauen das auch nochmal aus und sind nur noch bei 1500 gesamte schwarze Magie. Kein Problem, denn wir bekommen 5800 rein bei so vielen Armeen. Wir haben natürlich auch so eine Schrottarmee dazwischen drin. Aber im Großen und Ganzen ist das schon ziemlich gut, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Wir werden hier auch natürlich die einfachen Einheiten weiter buffen. Das lohnt sich hier natürlich besonders, wenn wir hier nur schwache Einheiten haben. Und dann wird es hier gleich beim runden Ende nochmal richtig interessant, denn die Zwerge kommen hier natürlich runtergepusht. Und dann müssen wir hier weiterhin standhalten. Ich denke, das passt. Wir müssen dann schnell aufpassen, dass wir zur blutigen Hand rüberkommen. Und dann können wir auch eine Runde weitergehen. Super, super cool. Erlass verfügbar, das müssen wir noch machen. Im südlichen Dschungel gehen wir auch erstmal aufs Einkommen. Wir wollen jetzt hier erstmal richtig reich werden. Weiter geht es. Eine Verzweiflungstat und die ist so wunderschön anzusehen. Tlagua schickt seinen letzten Slan-Magier auf den goldenen Turm. Könnte es stimmiger sein? Ich glaube nicht. Prayol wird mit 57 Lebenspunkten in den Tod geschickt. Und dieser Tod wird für die gesamte Fraktion von Tlagua sein. Wow, wie cool. Entscheidender Sieg und 650 schwarze Magie. Dafür, dass man eine gesamte Fraktion ausgelöscht hat. Ich hätte mir mehr erhofft. Naja, weiter geht's. Und hier kommt etwas, was ich nicht kommen gesehen habe. Ein Blitzschlag von Durak Akandraskalson. Ja, dann würde ich sagen, in den Tod mit Gustav ist sowieso eine Müllarmee. Kann uns vollkommen egal sein. Komm, weg damit. Ist uns alles egal. Doch der Feind, er wird leiden. Er wird leiden dafür, was er hier angerichtet hat. Und jetzt wird es interessant. Sefiko von Karstein wird angegriffen von Molgovar-Auge. Und Alaric Ranulfsson und Durak. Das bedeutet, dass... mindestens Durak nicht mehr hinterherrennen könnte, dürfte, wenn wir abhauen. Wie es mit den anderen beiden aussieht, weiß ich gerade nicht. Dann natürlich wird das eine Niederlage gegen drei große Zwergenarmeen, gegen solche Elite-Armeen. Wir sehen hier die Eisendrachen mit Trollhammer-Harpunen, wir sehen Orgelkanonen dreimal, wir sehen Gyrokopter, wir sehen Flammenkanonen, wir sehen Eisenbrecher, Slayer, Langbärte. Das ist alles nicht so super schön für uns. Aber wir kennen ja unsere Taktik. Wir könnten einmal spielen und uns dann wieder zurückziehen. Wir könnten ganz kurz ein bisschen Schaden anrichten, könnten hier vor allem unsere besonderen Einheiten hochheilen, uns dann wieder von dannen ziehen und dann mit mehr Lebenspunkten aus dieser Schlacht rausgehen, als wir reingegangen sind. Und den Feind sogar noch ein bisschen schaden. Nicht viel Schaden, so super viel wird es nicht... wird nicht möglich sein, aber so ein bisschen Schaden,
Und ich glaube, das müssen wir mitnehmen, wenn wir hier wirklich drei Feinde haben. Drei Feinde auf einen Schlag. Sogar von verschiedenen Fraktionen. Karas Akarak und Clan Angrund. Das bedeutet, die haben sich gut zusammengetan. Dann sind wir hier in einer Komposition, wo wir wirklich versuchen müssen, einmal das Beste rauszuholen. Und ich denke, das kriegen wir hin. Das sollten wir irgendwie hinbekommen. Und deswegen wird Sefiko von Karstein mit den Flederbestien ein wenig operieren. Unsere Motteschreine heilen sich hoch, der Wargulf auch und die schwarze Kutsche wird dann auch hochgeheilt. Das sollte funktionieren. Sefiko, stell dich auf. Stell dich auf, hau deine Leute in die Ecke und wir gucken mal, was wir machen können. Also wir stellen hier erstmal unsere Hauptarmee auf. Irgendwo, wo wir auch fliehen können. Ja, da ist, glaube ich, diese Ecke hier die beste tatsächlich. Das heißt, stell dich mal da in die Ecke und wir stellen hier einmal die Einheiten auf. Wir haben eine Schlachtreihe an Verfluchten, ein paar mit Zweihandwaffen, ein paar mit Schwert und Schild. Die sollen nicht kämpfen. Es ist nicht unser Plan, dass die kämpfen sollen. Die sollen einfach nur da sein und gut aussehen. Also so ein bisschen wie ihr. So ein bisschen wie ihr. Dann kommen hier noch ein paar Gespenster an die Seiten. Das kriegen wir, glaube ich, auch ganz gut hin. So ein bisschen an die Seite noch ein paar Gespensterchen. Wunderbar. In die Mitte kommen hier noch welche, um das Ganze zu verstärken. Genauso wie die Gruftschrecken hier verstärken werden. Dann haben wir hier die Morteschreine. Einmal, zweimal. Ein Wargulf, der ein wenig heilen darf. Eine Kutsche, die ein wenig heilen darf. Sefiko. Und die Flederbestien heilen ebenso. Und dann sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Wen haben wir vergessen? Wir haben die Sensenreiter vergessen. Das ist nicht ganz so schlimm. Die kommen wir hier an den Rand. Und dann können wir auch schon fast starten. Aber erstmal müssen wir hier euch in Steuergruppe 2 bringen. Und alles andere kann in eine Steuergruppe rein. Bis auf die Sensenreiter. Und dann werden die hier schön an den Rand gezogen. Wir starten das Gefecht und sagen Steuergruppe 1, kommt mal ein bisschen nach hinten. So ein bisschen. Damit wir hier gut fliehen können. Irgendwie so. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Und Steuergruppe 2, kommt mal hier hin. Die Sensenreiter können auch gerne ein bisschen näher ranrücken. An den Ort der Fluchtmöglichkeit. Das heißt, die gehen mal hier hin. Und wir gucken mal, was wir jetzt hier noch erreichen können. Also eventuell können wir uns hier um den Gyrobomber kümmern, den Gyrocopter. Das würde mich sehr freuen. Und dann gehen wir hier einmal rauf. Dann gehen wir hier einmal schön rauf und spucken auf den Feind, damit er wirklich weiß, was wir von ihm halten. Und das ist ein Volltreffer gewesen. Das ist ein Volltreffer gewesen. Wunderbar. Und dann können wir hier nochmal auf den Gyrocopter gehen. Richtig, richtig schön anzusehen. So möchte ich das sehen. Jetzt kommen hier natürlich die Flammkanonen, die jetzt schon ein bisschen für Verzweiflung, Zerberstung und ja, eine ganze Menge feiner Moral sorgen. Aber unterm Strich ist das hier schon sehr gut, was wir gemacht haben. Und wir können sogar sagen, hey, lass uns nochmal gemeinschaftlich heilen hier. Wir werden genügend Winde der Magie übrig haben am Ende des Tages. Von daher können wir das gerne mal mitnehmen. Dann kommt hier natürlich ein Seelenwind hin. Müssen wir gleich mal schauen, ob es einen schönen Ort gibt für uns, dem wir uns widmen können. Ihr geht einmal auf den Bomber rauf. Ihr schaut gleich mal, ob wir hier eventuell die eine oder andere Orgelkanone binden können und schon mal die eine oder andere Kanone eventuell sogar rausziehen können aus dem Gefecht. Das würde mir besonders gut gefallen. Das wäre richtig cool, wenn das funktionieren würde. Das heißt, wir schicken hier definitiv einmal Einheiten rein, die sich darum kümmern. Wir schicken auch nochmal einen Wargulf mit rein, der sich darum kümmert. Das sollte alles nicht das größte Problem sein. Und dann schicken wir jetzt hier auch nochmal einen Seelenwind durch. Wir haben hier ein paar Eisenbrecher, wir haben Musketenschützen. Der sollte sich gut lohnen und da kommt er. Und da geht er voll und ganz durch die Feinde durch. Und das gefällt mir gut. Sogar hier mal mit einem Abpraller, der uns zu guten dumm war. Aber ich will mich auch deshalb nicht beschweren.
So, wir verfolgen hier den Girobomber. Das ist okay. Spuck gerne einmal rauf. Und Sefiko, wie geht es dir und was machst du hier? Dir geht es eigentlich ganz gut, nicht wahr? Dir geht es eigentlich ganz gut. Du hast noch nicht... Du hast noch nicht resigniert. Dann spuck mal auf die Riesenslayer rauf. Hol dir mal ein paar Lebenspunkte. Bisschen Schadensresistenz. Du wirst ja hier auch gut beschossen. Das sollte alles passen. Und schick mal einen Wargulf rein. Schick mal einen Wargulf in die Reihen der Feinde. Wir haben hier Flederbestien, die sich jetzt tatsächlich auf den Rückweg machen können. Denn in Bälde wird es hier keine Zukunft mehr geben. Wir müssen uns so langsam zurückziehen. Das heißt, wir gehen jetzt hier auch mit Sefiko an den Rand. Der Wargulf greift schon an. Die Geister gehen hier schon mal in Position und dann sagen wir gleich allen abhauen. Sobald die Flederbestien da sind, sind auch wir soweit. Sefiko heilt sich nochmal und wir sehen, dass wir tatsächlich mit mehr Lebenspunkten rausgehen aus der Schlacht, als wir reingegangen sind. Also von daher können wir überhaupt nicht unglücklich sein. Die Gyrokopter werden nochmal kurz verlangsamt und angegriffen. Sind alle Einheiten in Reichweite? Können wir allen die Flucht befehlen? Ich würde sagen, das funktioniert. Auch Sefiko, geh raus. Und dann sollte das hier ein guter Einstieg gewesen sein. Wir gehen jetzt nämlich in die Flucht und haben gegenüber der normalen Flucht jetzt die Möglichkeit gehabt, dass wir uns selber verstärken konnten, dem Feind schaden konnten. Wir haben null Verluste, haben hier Heilungssynergien mitnehmen können und haben beim Feind, naja, zumindest ein bisschen was zerstört. Vor allem den Gyrobomber, der ist komplett raus, Gyrocopter leicht raus, die Slayer haben was verloren, die Orgelkanonen haben was verloren. Das ist schon mal ein bisschen was wert. Die Musketen, die wir erwischt haben, haben zwar kaum noch Lebenspunkte gehabt, aber leider sind die nicht gestorben. Das ist wirklich schade, aber damit müssen wir jetzt leben. Wir schütten einmal kurz unsere Arme aus, damit der Sand, der Treibsande, so ein bisschen rausfliegt. Naja, es ist eigentlich schon Badlands-Sand, wenn wir ehrlich sind. Also ein bisschen steiniger, ein bisschen ekelhafter, aber es ist kein Sand, der für die Zwerge vorbestimmt ist. Und deshalb hoffe ich, dass Sefiko jetzt gut fliehen kann. Wir schauen uns das definitiv an. Sefiko, kannst du dich in Sicherheit bringen? Kriegen wir das hin, mein Lieber? Ich bin sehr gespannt. Und was sagt uns das Spiel? Wir konnten uns in Sicherheit bringen. Das ist richtig gut gelaufen. Jetzt sind die Zwerge hier sogar im Verschleiß, weil sie... Ich weiß gar nicht, was hier ist. Die sind hier im eigenen Land, wenn ich das hier richtig sehe. Aber die haben hier wahrscheinlich genügend vampirische Korruption, um doch dann im Verschleiß zu sein. Oder sind die Treibsanden hier? Müssen wir uns gleich mal anschauen, was genau hier den Verschleiß verursacht. Für mich natürlich eine gute Möglichkeit, den Feind jetzt erstmal zu zerbersten und vielleicht sogar die ein oder andere Zwergenarmee im Einzelkampf herauszufordern. Das wäre richtig, richtig gut. Fraktion vernichtet. Slack, wow. So finde ich es gut. Gustav Morfenn ist weg, das ist kein Problem. Jetzt sind wir bei 10.000 Einkommen. Das sieht doch richtig, richtig schön aus. Denn Wallace, dich brauchen wir nicht hier unten. Klar, es kann gut sein, dass hier früher oder später der Angriff kommt des Feindes. Bis dahin versuchen wir das Ganze so ein bisschen auszubauen, zu verstärken, zu verbessern. Und können dann natürlich auch schnell einen Kommandanten aufstellen. Das würde alles funktionieren. Eventuell wirst du hier unten nochmal gebraucht, aber für den Moment nicht. Und das ist halt das Wichtige. Wir brauchen den Wallace momentan nicht dort unten. Und er hat natürlich eine absolute Elite-Armee. Und wir überlegen nochmal neu, wo wir ihn gerade am besten gebrauchen könnten. Also wo ich ihn gebrauchen könnte, wäre bei Tierna Win. Ihn anzugreifen wäre eine richtig gute Angelegenheit, weil wir dann ihm zuvorkommen würden, seine angreifenden Armeen, ja, zurückzuziehen, weil er seine eigenen Lande verteidigen muss, dann würden wir ihm so ein bisschen zuvorkommen. Das fände ich ganz cool.
Oder wir stationieren ihn hier unten, damit wir sagen, wir können jederzeit auf Oxyotl reagieren. Auch das wäre eine Möglichkeit. Oder wir schicken ihn hoch zur blutigen Hand. Hier haben wir aber ein paar Armeen und ich glaube, das reicht für die blutige Hand absolut aus. Manfred ist hier unten, Katuni ist hier unten. Die könnten notfalls auch hier unten zu Oxyotl gehen. Das ist alles nicht das große Problem. Ich würde tatsächlich sagen, Dan Wallace, geh mal auf die ganz große Reise, auf die ganz große Expedition. Dan Wallace, hol uns mal bitte Tiernawin. Hol uns mal bitte Tiernawin. Wir gehen in die Festung der Morgendämmerung, damit wir dann... Nee, wir können auch hier langfahren. Damit wir dann nämlich hier auch das Schädelriff mitnehmen können, können wir noch einen kleinen Schatz finden. Gehen wir hier weiter, holen wir uns Tiernawin. Oder zerstören nur ein bisschen was. Was wir hier anrichten, weiß ich noch gar nicht. Ich will gar nicht in Lustria aktiv sein. Das ist gar nicht mein Gebiet. Aber Tiernawin nervt halt einfach. Und da müssen wir mal schauen, dass wir gegen ihn vormarschieren. Auch wenn wir nur alles niederreißen. Das wäre schon mal viel wert, wenn hier aus dem Westen keine Feinde mehr kommen. Und wenn Dan Wallace hier fertig ist, kann er ja jederzeit auch in die Chaoswüste reingehen. Und hier gegen Oxyotl kämpfen. Hier vom Westen. Manfred hier vielleicht im Osten oder Katuni, müssen wir mal schauen. Also das ist jetzt bei Dan Wallace geplant. Manfred von Karstein. Wollen wir dich hier unten stationieren? Für Oxyotl ist vielleicht auch ein bisschen verschwendet. Wir hatten ja auch geplant, die Schwarze Pyramide anzugreifen, früher oder später. Das könnte Manfred höchst selbst natürlich einplanen. Und ich glaube, das machen wir auch. Ich glaube, wir gehen mit Manfred mal hoch und Katuni wird dann unten halten. Ich glaube, das ist die coolere Variante. Manfred, geh mal nach oben. Und Katuni, könntest du vielleicht die Kalida angreifen? Wäre das eine Möglichkeit? Wäre das im Bereich des Möglichen? Und die Kalida will den Kampf. Sie kriegt den Kampf und die Kalida ist tot und damit auch die gesamte Fraktion vom Hofstaat Lybaras. Demnach brauchen wir jetzt auch nicht mehr die Verstärkung, nehmen das Geld bzw. die schwarze Magie. Und dann müssten wir jetzt hier auch die Information bekommen. Hofstaat Lybaras wurde vernichtet. Wie schön. Katuni, gut gemacht. Gut gemacht und dafür hast du dir auch einen Seenwind verdient, der sich gewaschen hat. Katuni, geh gen Süden. Wir brauchen dich als Verstärkung gegen Oxyotl. Das heißt, du gehst mal nach Dämmerlicht. Oxyotl könnte ja vom Süden hier hochkommen. Dann wäre sie bereit. Wir haben hier auch einmal diese Wildorks hier und hier. Auch die könnten nochmal Probleme bereiten. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir Katuni dann hier haben. Also, dass wir eine Armee auf jeden Fall hier haben. Für die Wildorks und für Oxyotl. Und wenn Oxyotl hier unten angreift, ist sie ja auch super schnell da. Manfred geht hoch, vielleicht so ein bisschen im Blick auf die schwarze Pyramide, vielleicht aber auch erst im zweiten Ansatz. Er könnte auch hier, könnte sich hier auch um die blutige Hand kümmern, gucken wir uns dann an. Da haben wir ein bisschen Möglichkeiten und Puffer und wir haben hier schöne Armeen der Feinde, die wir uns mal so langsam rausnehmen können und auch sollten. Jester Hellstein hat ja auch den Blitzschlag und könnte demnach auch für ein paar gallige Momente sorgen. Wir könnten hier zum Beispiel auf Durak gehen und das machen wir auch. Jester, hol dir mal bitte Durak. Ich hab gehört, das sind Zwerge unter seiner Fichte, unter seinem Banner, die sehr, sehr gerne Karten spielen. Ich weiß nicht, warum ich das gehört habe. Und uns wird eine vernichtende Niederlage vorhergesagt. Ich schaue mir mal kurz an, warum das so ist. Wir haben natürlich Kanonen, die sehr stark sind gegen einzelne Einheiten, also gegen Jester, gegen die Flederbestien und so weiter. Wir haben Musketenschützen. Wir haben ein Gyrokopter. Wir haben Musketen, noch mehr Musketen, Eisendrachen. Also viel gegen unsere Single-Entity-Einheiten. Aber ich glaube, wenn wir hier unsere Infanterie schnell reinbekommen und die Feinde binden können und dann die fliegenden Einheiten sich hier um diesen Kram kümmern, dann können wir das gewinnen. Deshalb sage ich Gefecht führen und wir führen ein Gefecht
wo uns eine vernichtende Niederlage vorhergesagt wird. Wow. Gespannt bin ich, was dabei rauskommt. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass da was Gutes bei rauskommen wird. Durak. Die kartenspielenden Zwerge. Ja, das ist natürlich ein großes Problem und eine große Herausforderung, wenn man ein Zwerg ist und in den dunklen Höhlen arbeitet, in den Minenschächten, dann braucht man immer eine ganze Menge Licht dabei, damit man die Karten auch sehen kann. So ist dann auch Durak groß geworden, weil er, ja, auch immer ein Ass im Lendenschurz hatte. Wir starten die Aufstellung und schauen uns einmal kurz an, wie wir dem Feind begegnen wollen. Der Feind hat eine Menge an Fernkämpfern. Das sollten wir aber alles hinbekommen. Wir wollen sie relativ mit einer breiten Schlachtreihe begegnen, damit wir die Fernkämpfer dann auch gut rausnehmen können. Das heißt, wir stellen uns mal hier so auf, die Gespenster hier. Gehen hier sogar auf diese Seite, damit die hier noch drumherum können. Letztes Mal hat es nicht ganz so gut funktioniert, hier die Armee so zu splitten, wie ich es gerade mache. Aber ich sag mir, wir kriegen das hin und wir versuchen das noch einmal. Morteschrein kommt einmal mit zu euch. Morteschrein kommt einmal mit zu euch. Und ihr seid ohne Morteschrein, das ist aber in Ordnung. Wir haben noch ein paar Gruftschrecken, die auch mit hier reingehen können. Und dann haben wir unsere Flugstaffel. Und die Flugstaffel wird natürlich die wichtigste Rolle spielen. Die wird auch frontal einfach reinfliegen. Ist natürlich auf der einen Seite schwierig, wenn wir frontal reinfliegen, weil wir dann erstmal eine große Fläche bieten für den Feind. Aber wir haben auch die Möglichkeit, dann mit unserer Infanterie vorzurücken. Und die wird jetzt eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Wir schicken unsere Infanterie direkt in den Angriff rein. Und hoffen mal, dass hier die Einheiten sich eigenständig anpassen von der Geschwindigkeit. Das ist auch der Fall. Demnach habe ich jetzt auch nämlich alle in eine Steuergruppe reingeschickt. Damit die nämlich hier nämlich nicht zuerst reinfliegen und reingehen und andere noch nicht da sind. So sind jetzt ungefähr alle auf derselben Geschwindigkeit und alle kommen ungefähr gleichzeitig an. Das ist mein Wunsch. Jetzt kommt hier der erste Kanonenbeschuss. Ihr seid relativ gebloppt. Liegt daran, dass wir hier eine Engstelle haben. Das ist ein riesiges Problem, wenn der Feind Artillerie hat. Aber demnach müssen wir jetzt hier schon mal für ein bisschen Verwirrung sorgen und den Feind so ein bisschen aus der Reserve rausloggen. Und auch rauslocken. Und deswegen bespucken wir den Feind schon mal, damit er zumindest erstmal weiß, was wir von ihm halten. Das ist schon mal sehr wichtig. So, er weiß, wir halten gar nichts von ihm. Und die Flederbestien kümmern sich einmal um die Gyrokopter. Wir hauen hier mal einen schönen Seenwind durch. Durch diese ekelhaften Musketenschützen. Und dann kommen hier nämlich auch schon die ersten Einheiten, die Artillerie binden sollen. Ja, Seenwind ist in Ordnung gewesen, nicht ideal, aber es ist okay gewesen. Und dann kommen hier schon gleich die ersten Einheiten von uns. Wir müssen mal gucken, dass wir das hier ein bisschen doch noch micromanagen, weil das funktioniert noch nicht hundertprozentig so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das kriegen wir alles hin. So, Mordeschrein geht hier hin. Wir müssen ein bisschen micromanagen. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Und du gehst hier auf die Slayer rauf. Ist vielleicht nicht die beste Idee, aber du gehst auch auf die Slayer rauf, dann funktioniert das. Und dann gehen wir hier rein. Rein. Hat hier alles nicht so super funktioniert, aber es ist in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Wir blobben uns hier mal kurz, damit wir hier einmal die Flederbestien gemeinsam heilen können. Dann funktioniert das auch. Wollen wir uns keine Sorgen machen. Was ist hier drin nicht Schlimmes? Das heißt, wir können definitiv einmal einen Seenwind reinschicken. Ihr bekommt ein bisschen Freunde hier. Ihr geht weiter. Ihr geht hierauf weiter. Du gehst darauf weiter. Du gehst darauf weiter. Und hier sind wir auch bereits im Nahkampf drin. Das sollte funktionieren. Und ich bin guter Dinge, dass wir dieses Match gewinnen werden. Auch wenn das jetzt gerade ein bisschen stressiger war, als ich vermutet und gehofft und mir gewünscht hätte. Hier müssen wir auch nochmal ein paar Einheiten reinschicken, damit hier diese Einheiten nämlich gebunden werden, die Flederbestien kommen zurück. Das sieht doch alles ganz gut aus. Wir geben nochmal ein bisschen Nahkampfangriff auf Jester höchst selbst, denn der geht hier einmal
persönlich rein, nachdem er hier die Einheiten unter sich nochmal gebufft hat. Und dann kommen wir nämlich hier sehr gut in den Kampf rein. Der Mordeschrein jetzt leider im Kampf gegen den feindlichen General, das ist ein Problem. Das ist ein Fall für die Flederbestien. Denn der feindliche General Durak, der hat natürlich immer ein Ass im Ärmel. Davon haben wir schon gesprochen. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die Langbärte kämpfen hier sehr gut gegen die Verfluchten mit Zweihandwaffen. Das bedeutet für uns, wir heilen die einmal und schicken Zombies in den Rücken rein. Der Mordeschrein geht hier auf die Eisendrachen, die Verfluchten auf die Musketenschützen, damit die nicht schießen können. Die Zombies in den Rücken von den Langbärten, damit wir hier die Moral senken können. Und dann hoffe ich doch, dass die Verfluchten hier so langsam auch die Langbärte niedermachen können. Hier haben die Verfluchten auf jeden Fall gewonnen gegen die Langbärte. Das heißt, sie können gleich durchstoßen. Auch hier haben wir gleich den Durchstoß. Das ist sehr gut gelaufen. Hier geht's auch weiter. Hier geht's auch weiter. Und das ist der Sieg. Das ist der Sieg. Also, der Feind sollte uns vernichtend in eine Niederlage reinstürzen. Doch wir haben das natürlich nicht mit uns machen lassen. Ist ja ganz klar. Ist ja ganz logisch. Jetzt haben wir hier nur noch den feindlichen General, der so ein bisschen Probleme bereitet. Aber das kriegen wir hier gemeinschaftlich mit den Flederbestien und mit Jester Hillstein richtig gut hin. Also weiter, weiter, weiter geht das Ganze. Und der Feind, er ist besiegt, er ist gebrochen, er flieht und er wird auch nie wiederkommen. Wir haben hier hinten natürlich noch Slayer. Slayer werden niemals aufgeben. Da sollte ich vielleicht auch nicht mit den Gruftschrecken helfen, sondern eher mit diesen Einheiten, die Gespenster hier. Sollten mit vier Mann auch nicht helfen, sonst zerfallen die noch vor lauter Angst und Schrecken. Und Jester darf sich gerne selber mal kurz heilen. Für mich ist noch wichtig, dass wir hier den feindlichen General niedermachen. Sehr schön. Und wir werden noch ein bisschen verfolgen. Ich habe wieder vergessen, ob der Feind im Gewaltmarsch war oder nicht. Wenn er im Gewaltmarsch war, dann bräuchten wir nicht verfolgen. Aber ich weiß es, wie gesagt, nicht mehr. Das heißt, wir machen das nochmal kurz. Und es ist ja auch schön zuzusehen, wie hier nochmal ein paar Zwerge in die tiefen Abgründe reingeschickt werden, wo sie herkamen. Es ist ganz schön ekelhaft, was die Zwerge hier gegen uns veranstaltet haben. Die Verfluchten mit Zweihandwaffen werden nochmal ein bisschen geheilt hier. Das ist ganz gut, das haben wir denen aber auch. Das haben sie sich verdient und das sind wir ihnen auch schuldig. Das ist ganz gut, wir können uns noch ein bisschen heilen. Das sieht doch alles ganz gut aus. Sehr, sehr schön. Kriegen wir Durak noch tot? Das wäre noch eine schöne Möglichkeit, hier den Sieg zu feiern. Wir können auch hier gerne nochmal ein bisschen heilen. Warum nicht? Warum nicht? Und wir haben hier hinten auch nochmal eine verfluchte Einheit, der es nicht so richtig gut geht. Wo ist die denn? Die ist hier hinten. Da könnten wir vielleicht auch nochmal kurz heilen, während hier hinten Durak noch verfolgt wird. Sehr, sehr schön. Und dann versuchen wir hier auch nochmal zu heilen. Und dann werden wir auch das Ganze verlassen. Das heißt, nicht hundertprozentig Min-Maxing hier. Aber so ein bisschen Heilung schadet, denke ich mal, nicht. Entscheidender Sieg. Sehr, sehr schön. Das hat mich gefreut. So kann es weitergehen. 850 Einheiten aufgestellt. 197 verloren. Entscheidender Sieg statt vernichtender Niederlage. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht verstecken. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum uns das vorgeschlagen wurde. Klar, wenn der Feind es geschafft hätte, mit seinen Nahkämpfern unsere gesamte Armee zu binden, hätten die Fernkämpfer, hätten die Kanonen, hätten hier die Schwefelkanonen und so weiter so viel Schaden an uns anrichten können, dass tatsächlich wir einfach nur zerschossen worden wären. Aber wenn man das halbwegs in Ordnung spielt, halbwegs gut spielt, dann ist auch Durak nicht mehr in der Lage, seinen Ass zu ziehen. Denn wir spielen nicht nach seinen Regeln. Wir haben gleich mehrere Asse mitgebracht. Mit dem Namen Flederbestie, Flederbestie und Flederbestie. Vielleicht auch mit dem Namen Wargulf und mit zwei Mordeschreien. Und dann funktioniert auch so eine Schlacht sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob er komplett tot ist. Es sind nämlich ein paar Einheiten hier auf jeden Fall wach geblieben. Ich bin gespannt, wie das war. War er im Gewaltmarsch? Er war nicht im Gewaltmarsch und überlebt das Ganze. Das ist natürlich immer ärgerlich.
Sowas ist natürlich immer sehr, sehr ärgerlich. Aber wir gehen natürlich trotzdem mal so nah noch ran, wie es geht. Denn wir werden gleich den nächsten Angriff ausführen, nachdem er hier natürlich seinen gut verdienten Upgrade entgegennimmt. Und was haben wir hier bei ihm? Tödliche Macht. Gruftgule, Gruftschrecken, Leitheimsucher, Todeswölfe und Wargulfs werden gestärkt. Ja, machen wir einmal eine Verstärkung der Monster auf dem Boden und in der Luft. Ich glaube, das ist immer gut. Jester, du hast dich zu einer wirklichen Macht hier hochgearbeitet. Gerne weiter so. Und holen wir uns hier Molgovar-Auge mit Sefiko oder holen wir uns Alaric Ranulfsson? Das ist die große, große Frage. Wen holen wir uns hier? Ich glaube, Alaric lohnt sich halt am meisten aufgrund der Marschstellung. Das heißt, wir gehen jetzt hier direkt rauf. Und uns wird wieder eine vernichtende Niederlage angekündigt. Schon wieder. Und wir gucken uns einmal an, ob das hier auch halbwegs der Wahrheit entsprechen würde. Wir haben hier eine angeschlagene Armee. Das ist die Armee, die wir eben schon in den Krieg geschickt haben. Wir haben hier wieder viele Fernkämpfer, viel Kladderadatsch vom Feind. Aber ich glaube, unterm Strich ist das zu gewinnen. Das heißt, auch hier gehen wir nochmal in die Schlacht rein und versuchen hier nochmal das Beste rauszuholen für die Südlanden, für Manfred von Karstein unter dem Banner von Sefiko von Karstein, der hier auch wirklich zur absoluten Legende geworden ist. Sehr, sehr stark gemacht. Schwierig sind natürlich jetzt hier die Riesenslayer und die normalen Slayer. Die sind natürlich gefährlich. Eisenbrecher und Hammerträger schwierig zu killen. Die halten sehr lange durch und hauen richtig rein. Gerade die Hammerträger und die Eisenbrecher, wenn sie werfen dürfen. Bergwerke mit Sprengladung. Das könnte schwierig werden. Aber die Reichweite des Feindes sollte nicht ganz so hoch sein. Wir haben hier Flammenkanonen. Und wir haben die Orgelkanonen. Ja, das heißt, wir können uns relativ weit hinten aufstellen. Müssen uns nicht ganz hinten aufstellen, aber können uns relativ weit nach hinten stellen. Und erstmal mit Sefiko ein bisschen für Verwirrung sorgen. Ich glaube, das lohnt sich auch. Hier haben wir erstmal eine Schlachtreihe, eine schön durchmischte Schlachtreihe. Das ist eigentlich okay so. Kann auch ein bisschen breiter aufgestellt werden. Und gerade hier muss es breiter aufgestellt werden. Das heißt, wir stellen zwei Einheiten hintereinander. Das sollte passen soweit. Sensenreiter kommen an die Seite in Steuergruppe 3. Unsere Flugstaffel ist Steuergruppe 2. Wir haben einen Wargulf. Der kommt hier hin. Groftschrecken auf die andere Seite. Wir haben auch Mordeschreine. Und wir haben eine schwarze Kutsche, die in Steuergruppe 4 ihr ganz eigenes Ding machen wird. Und ihr seid Steuergruppe 1. Wunderbar. Dann starten wir das Gefecht. Und gucken mal, ob wir den Feind so ein bisschen hier schon mal aus der Reserve locken können. Der kann jetzt noch nicht großartig auf uns schießen. Das ist halt das Gute. Und das nutzen wir natürlich auch aus. Und kommen jetzt hier erstmal rein und versuchen die Artillerie so ein bisschen auseinanderzunehmen. Und die Slayer. Die Slayer sind auch relativ wichtig für uns, dass wir die schön auseinandertreiben können. Haben wir hier nochmal die anderen Slayer? Wo sind die? Ich sehe sie gerade auf die Schnelle nicht. Da sind sie. Sehr schön. Und wir spucken natürlich auch einmal auf die Musketenschützen. Hauen dann einmal ein Malstrom auf die Gyrokopter rauf. Und dann gehen wir hier schön rein in die Orgelkanonen, in die ganzen netten, schönen Sachen hier, die vorbereitet wurden für uns. Und sorgen mal für richtig viel Probleme. So, du hast nicht spucken können. Du hattest ein Problem irgendwie. Schaltkreisprobleme oder. Keiner weiß es so richtig. Ist aber auch nicht ganz so wichtig.
woran es liegt. Wichtig ist nur, dass er jetzt nochmal spucken kann. Und das hat er auch getan. Sehr, sehr schön. Und wir haben hier einen schönen Blob. Ein Seelenwind ist leider noch nicht ready. Aber der Blob ist natürlich schon viel wert. Und wir gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen was anrichten können. Flederbestien sollten sich jetzt hier eh nicht beschießen lassen. Von daher können die sich gerne mal auf den Rückweg machen. Und wir gucken mal, ob wir hier hinten auch nochmal die Flammenkanone ein wenig binden können. Und dann können wir sicherlich auch nochmal in die Slayer reinspucken. Wobei, die haben jetzt die Zombies hier. Es wäre ein bisschen Friendly Fire, wobei, das ist schon in Ordnung. Die Slayer sind ein wichtiges Ziel. Das heißt, wir nehmen das auch mal mit. Und hier haben wir noch ein anderes wichtiges Ziel, und zwar eine ganze Menge Zwerge. Einfach querbeet rein und dann schön durch die Riesenslayer durch, die besonders viel Schaden nehmen am Seelenwind. Und der Feind kommt jetzt auf die Idee, uns anzugreifen. Und das ist das, was wir auch wirklich haben, erleben und sehen wollen. Denn das bringt uns hier Ruhm und Ehre. Genau das. Der Feind soll sich aufsplitten und uns gemeinsam angreifen wollen. Wir verfolgen hier natürlich nochmal kurz den Gyrocopter, bevor der nochmal wiederkommt. Das wollen wir natürlich nicht. Und ansonsten sieht das hier wirklich alles richtig, richtig gut aus. Es sieht so, so gut aus. Und da ist er nochmal umgedreht. Kann hier nochmal jemand raufspucken? Das ist ja wirklich ein Trauerspiel, was wir hier sehen. Kann nochmal einer raufspucken, bitte. Und nicht Friendly Fire machen. Na, es war Friendly Fire. Ich meinte nicht Friendly Fire machen. Und da ist jemand nochmal zu Fall gekommen. So, du verfolgst den nochmal und ihr beide. Ihr geht mal hier auf den Gyrobomber rauf. Damit der hier nicht noch irgendwelche Faxen macht. Und der wird nochmal angespuckt. Nochmal anspucken. Sehr schön. Und dann gehst du auch auf den Gyrobomber. Sehr, sehr schön. Selfico hat jetzt ein bisschen was eingesteckt. Das ist aber soweit in Ordnung. Denn wir haben hier eine ganze große Zwergenarmee, die auch nochmal einen schönen, schönen Seenwind abbekommen. Wie wunderschön ist das denn bitte? Dann können wir uns nochmal heilen. Dann können wir uns nochmal heilen. Dann können wir uns ein bisschen Schadensresistenz geben. Und dann sieht die Welt auch schon ganz anders aus. Können wir nochmal raufspucken. Und dann verziehen wir uns auch. Nachdem die Orgelkanone noch mal ein bisschen was zu tun bekommt. Sehr schön. Beziehungsweise können wir uns hier in die Grenzläufer reinstürzen. Warum auch nicht? Was spricht dagegen, in die Grenzläufer persönlich reinzugehen? Der Streitwagen kann sich hier auch einmal drum kümmern, auf das, was kommt. Ich meine, die Riesenslayer sind ein Problem. Auch die Eisenbrecher sind ein Problem. Okay, wir lassen das mal lieber. Ihr stellt euch mal hier hin. Wir lassen das erstmal. Hier ist noch eine Flederbestie, ein bisschen in Problemen. Und Sefiko hat hier auch ein Problem. Denn der feindliche General kommt rein. Wir holen noch ein paar Zombies rein als Puffer. Und um ihn so ein bisschen zu beschäftigen. Und wir kümmern uns mal hier hinten drum. Indem wir unsere Streitmacht nach vorne ziehen. Denn jetzt haben wir die Möglichkeit, den Feind getrennt voneinander anzugreifen. Geh du mal bitte auf die Flammenkanonen hier. Das ist ja wunderbar. Das ist ja ein Geschenk des Himmels. Sefiko, wie geht es dir? Dir geht es in Ordnung. Heil dich mal. Ich möchte ja auf dich zählen können. Dann sind hier hinten Riesenslayer. Gucken wir mal, was wir machen können. Aber wir gehen jetzt hier auf jeden Fall schon mal auf die Armbrustschützen rauf. Und der Bomber, der wird hier rausgetrieben. So sieht es aus. Und hier gehen wir in die Riesenslayer rein. Die sind natürlich ekelhaft, aber wenn die dort sind, dann haben wir hier drüben nicht mit ihm zu kämpfen. Die Eisenbrecher müssen wir auf jeden Fall davon abhalten zu werfen. Das heißt, wir müssen hier definitiv ein bisschen Liebe reinschicken. Und diese Liebe kommt von hinten und heißt Zombie-Armee. Das ist sehr schön, das ist sehr, sehr gut und wir gehen weiter. Und es funktioniert alles, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir kommen weiter und weiter und weiter, haben bis jetzt, glaube ich, noch gar nichts verloren. Noch überhaupt gar nichts. Flederbestien kommt zurück, wir werden euch hier brauchen. Die Eisenbrecher wären ein schönes Ziel für euch. Und wir brauchen irgendwas, was ordentlich rüstungsdurchdringenden Schaden macht. So,
Sonst kommt man da nicht durch. Das heißt, wir beschwören jetzt auch nochmal einen Wargulf, der hier von hinten nochmal reingehen kann. Ich meine, die Zombies machen natürlich keinen Schaden, aber die sind jetzt gut dabei, die schon mal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Und jetzt gehen wir von hinten rein mit allem Möglichen, was einen Angriffsbonus hat. Und Steuergruppe 1 kann weiter nach vorne gehen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Das funktioniert doch richtig gut. Haben wir hier noch irgendwo Artillerie? Hier hinten haben wir noch Artillerie. Die wollen wir nicht haben. Das bedeutet für uns, wir gehen da mal persönlich hin. Mit Flederbestien und mit Sefiko. Denn hier sind die Eisenbrecher, glaube ich, auch soweit ganz gut unter Beobachtung, dass wir hier nicht mehr alles drin haben brauchen. Jetzt kommen hier Slayer rein in die Sensenreiter. Das ist eigentlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Das heißt, Sensenreiter geht mal ein bisschen raus. Der Wargulf kann drin bleiben, denn das ist ja hier erstmal nur ein beschworener Wargulf. Und die Flederbestie hat sich hier reingeballert in die Sensenreiter und Hammerträger. Das ist nicht das, was ich wollte. Vielleicht können wir sie hier nochmal ein wenig rausnehmen. Du gehst da rein, du gehst da rein, du gehst hier hinten hin und holst ein paar Zombies, damit der feindliche General ein wenig aufgehalten wird. Und das hier ist unser Wargulf, nicht wahr? Ja, das ist unser Wargulf, auf den müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber wir kommen jetzt hier durchgestochen, das ist gut. Die Flederbestie ist hier unter starkem Beschuss. Da müssen wir stark aufpassen. Es könnte sein, dass wir sie verlieren. Wir haben sie verloren. Nee, wir haben die hier hinten verloren. Okay, alles gut. Alles gut. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Zombies kommen hinterher. Und die darf gerne fliehen. Alles gar kein Problem. Die andere wird wieder auferstehen. Da brauchen wir uns jetzt keine großen Vorwürfe machen. Alles ist in Ordnung. Okay, die ist jetzt zerfallen. Könnte sein, dass die andere doch nicht aufersteht, dass nur eine aufersteht statt zwei. Wenn wir sonst aber keine großen Verluste bekommen, könnte es dennoch klappen. Jetzt ist wichtig, dass wir hier ganz, ganz schnell die Eisenbrecher, die Eisendrachen rausbekommen. Denn die machen hier natürlich einen besonders großen Schaden gegen unseren Morteschrein und gegen unsere Geister. Das wollen wir überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen hier definitiv rein und hier können wir uns auch nochmal buffen und das ist der Sieg. Das ist der Sieg, da sind wir durchgekommen. Und schon wieder aus einer vernichtenden Niederlage einen wahrscheinlich entscheidenden Sieg gemacht. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich gelaufen, muss ich sagen. Ich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht. Zwei Flederbestien sind gestorben. Beide sind nicht notwendigerweise gestorben. Das ärgert einen dann natürlich immer so ein bisschen. Aber ja, das ist schon in Ordnung. Ich glaube, das war diesmal schon ein Gewaltmarsch, nicht wahr? Das heißt, wir gucken mal, ob wir nochmal alles zusammenblobben können oder ob wir noch jemanden heilen können. Nee, wir haben keine Winde der Magie mehr. Knapper Sieg, kein entscheidender Sieg, aber dafür, was es eigentlich sein sollte, können wir uns glücklich schätzen. Haben leider drei Einheiten verloren. Einmal Gespenster, nicht so schlimm, zweimal Flederbestien. Das war nicht notwendig. Das ist ein bisschen bisschen schade, dass das so gelaufen ist, aber jetzt kommt das ganz große Aber. Wahrscheinlich werden mindestens zwei Flederbestien wiederbelebt oder eine Flederbestie ein Gespenst. Wir schauen uns das an. Könnte sogar sein, dass alles drei wiederbelebt wird. War ja auch eine große Schlacht. Schauen wir uns einmal kurz an. Und das war mal wieder eine richtig coole Folge. Wir haben zwei Schlachten selbst gespielt, zwei Schlachten gegen die Zwerge, zweimal eine vernichtende Niederlage gedreht und haben auch viele, viele weitere Schlachten zumindest koordiniert. Eine richtig coole Folge. Ich glaube, einer Schnapszahl würdig, wenn du das auch findest. Lass mir gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Das freut mich sehr und hilft mir sehr. Und dann können wir uns auch schon richtig, richtig freuen. Denn morgen gibt es hier nichts Geringeres als die große Jubiläumsfolge. Eine Flederbestie ist gestorben. Das ist ärgerlich. Eine Flederbestie ist gestorben. Wir können sie auch nicht wiederbeleben. Holen wir uns woanders dann. Das ist auch nicht das Problem. Und Molgovar-Auge wird jetzt hier auch noch ein bisschen leiden. Die Frage ist, kriegen wir ihn irgendwie so zu fassen,
dass er nicht Karag-Orut angreift. Aber er wird wahrscheinlich auch nicht Karag-Orut sofort angreifen können. Wenn wir hier zusammenbleiben, wäre das, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Wir können auf jeden Fall Gudri Grimson noch schnell töten. Das sollte passen. Nehmen hier auch die schwarze Magie mit, denn wir haben eine Verstärkung von 0%. Das lohnt sich nicht. Stellen uns hier zusammen, damit wir dann von Molgovar-Auge auf jeden Fall nicht auseinandergenommen werden können. Selbst wenn Alrik Rotmähne mit dazu kommt. Und so sieht es aus. So sieht es aus in Folge 99. Katuni hat die Kalida vernichtet. Manfred macht sich auf den Weg gen Norden, eventuell um die schwarze Pyramide zu holen. Er braucht natürlich ein bisschen Verstärkung hier. Aber das würde ich Manfred schon zutrauen. Wenn wir uns hier diese Armeen anschauen, das ist schon machbar für Manfred. Und er macht da natürlich auch so ein paar Aufgabenschlachten und vielleicht steht noch das ein oder andere Buch an. Denn Wallace geht Richtung Tiernawin. Wir haben hier jetzt auch noch ein paar Einheiten, die sich um die Zwerge und um die Blutige Hand kümmern können. Kann Manfred dann auch noch mit dazu stoßen und helfen. Das sieht alles richtig, richtig zauberhaft aus. Und zauberhaft ist es auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Dann beim Jubiläum. Ich freue mich riesig. Danke, dass ihr schon so lange, 99 Folgen, mit dabei seid.